Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich unser Geld bekommen von Barrett und ja, danach kam schon direkt der nächste Auftrag. Wir sollen nicht mehr mit Avalanche arbeiten, weil die keinen Bock auf uns haben. Und ja, zum Glück mag uns Jesse und gab uns direkt einen neuen Auftrag. Und ja, darum werden wir uns höchstwahrscheinlich jetzt in diesem Part kümmern, ne? Also, ja, komm, mach mal, ne? Und ihr wartet hier, alles klar. Hi, Jesse. Ich gucke aber noch mal, was sind diese Dinger hier? Rastpunkt. Ah, okay. Ja, gut, ich habe gerade nichts anderes zu tun, außer ich nehme an, dieses Zeichen bedeutet einfach nur, dass man da Material kaufen kann, ne? Ich hatte da jetzt irgendwas ist oder so. Also gut. Also ich gehe trotzdem noch mal. Ich kann mir nicht. Hättest du wohl gern. Hau rein und pack deine Sachen. Ich will noch mal ganz kurz vorbeischauen bei diesen Materientypen. Vielleicht kann ich ja irgendwie neue Materie noch kaufen. Mal schauen. Brauchst du wirklich alles um, was dir unterkommt? Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Nein, anscheinend nicht. Okay. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, alles klar. Gut, dann machen wir mal, was Jesse ja von uns will, ne? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Die steht auf uns. Wenigstens stimmt der Lohn. Ja. Und schon bezahlt mit der Ifrit-Materie, also müssen wir machen. Ein Cloud für alle Fälle. Da habe ich Kapitel 3 jetzt abgeschlossen. Und da oben war ein Bildchen mit einer 3. Sehe ich mal, wir haben Kapitel 3 abgeschlossen, ne? Wir sind 5 Stunden am Spiel, wir sind immer noch hier, irgendwie. So viel, wir sind gar nicht vorangekommen in den letzten Parts. Ist auch egal. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Wir haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Ich bin Protagonist. Okay. Protagonist von... ein Rollenspiel. Dann leben Eltern normalerweise nicht mehr. Ja, können wir jetzt mit dem Motorrad fahren? Es kam nur erst viel später. Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnack! Voll das Vogel! Deshalb nix! Ja. Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stammt. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Wird schon bezahlt. ID-Check!
Okay. Schneidigen, bremsen, blocken, okay. Alles klar, cool. Ach, kein Problem. Wir haben den Job dabei. Leute, geht ein bisschen weg. Ja, gab viele Motorrad-Einsätze. Ja. Ich will auch mal darüber fahren, Mann. Hey. Irgendwie nicht Distanzangriff machen. Hey, bist nicht. Okay. Ich will mal gerne schneller fahren. Ich drücke die ganze Zeit, ich halte die ganze Zeit gedrückt, aber verpiss dich. Unsere Straße. Ja. Ich drücke die ganze Zeit R2. Hey. Einfach den hier und dann sind sie weg. Oh Gott. So. Hi, was machst du denn hier? Geh weg. Da kam erst am Ende von Midgar vorher so eine Motorradpassage. Ich gehört jetzt. Versucht die ganze Zeit Distanzangriff, aber irgendwie macht niemand was. Hey. Ich treffe den nicht. So, jetzt treffe ich dich. Ich muss immer extra beschleunigen, habe ich so Gefühl. Ich dachte, ich kann irgendwie so einen Sprungangriff machen oder so. Okay. Wir meinen, die mussten halt mehr aus dieser Motorrad-Szene rausholen, ne? Hi, na. Oh mein Gott. So, irgendwas getroffen, gut. Ui, nein, ich wollte springen. Mal, gib doch mal Gummi. Mein Ritter, ah! Könnt ihr auch mal angreifen, Leute? Okay, die schießen, sehe ich gerade. So. Wo bist du denn? Fahr aber schneller. So, du bist weg. Also ich drücke die ganze Zeit hier. Verpiss dich. Wer will nochmal? Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein,
Ja, der kann ja Züge fahren, ne? Aber haben die ja, glaube ich, gesagt am Anfang, ne? Ich habe 3 gerückt. Hi, na, tschüss. Den Leiden habe ich auch noch getroffen, was? Ah, langsam kriege ich das hier raus, glaube ich. Muss ich mal wiederholt R2 drücken, habe ich so Gefühl. Boom. Direkt vom Motor hat gefallen, ey. Das kommt, komm, komm, komm. Was? War ja klar, der noch kommt. Was? Ich glaube, der ist irre, der Typ. Boah, lass mich den auf die Fresse gehen. Nein. Was? Na, Gott. Wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Jetzt kann ich auf den Ball an. Was? Ich kann dich nicht hören. Du bist so langsam. Deine Worte kommen bei mir nicht an. Au. Wer ist der Typ? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Lotsche. Ich selbst bezeichne. Keine Ahnung, wer ist das? Ein neuer Charakter. Mein Gott. Versucht die ganze Zeit den einzuholen, ne? Ey. Hey. Kann man irgendwie noch extra sein, ey? Oh Mann. Ja, ich habe genau getroffen, glaube ich. Warte, du, komm her. Ah. Weiß nicht, warum ich den nicht mehr anvisieren kann oder so. Verstehe nicht, wie das funktioniert. Oh, geblockt. Kann ich den einholen irgendwie? Komm her. Nein, daneben. Bist du nicht? Aha. Na oh Gott. Alter. Hey, der spinnt der Typ, ey. Ja. Ich kann auch kommen, muss machen, ja. Daneben. Sitzen du hin, Kollege. Ah, jetzt geht er noch mal. Jetzt kommen wieder hier so Blitze, ne? Pass auf. Also voll einfach auszuweichen. Oh Gott. Ich meine vergessen. Komm her. In die Fresse. Ich glaube, er ist tot. Nein. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla. Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen. Möge der bessere triumphieren. Wie ist das? Warte, ich schlitz den auf. Doch,
Er kämpft mir irgendwie viel zu extra. Wie kann man mit dem Motorrad so kämpfen? Ich habe dein Motorrad kaputt gemacht. Was jetzt? Schade, das war's wohl vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Sagt er, während er abbremst wird. Stimmt mit dem Typen nicht. Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja. Allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag's. Halt dich ordentlich fest. Huch. Was ist? Was? Wär's um mich geschehen? Hm? Reingelegt. Ich glaube, die stehen auf mich. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Okay. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit. Und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Na gut, was kommt jetzt? Ich gehe mal zurück. Ich glaube zurück. Alles klar, gut. Was steht denn hier an noch? Bestimmt noch Boss und so was, keine Ahnung. Nicht so schnell, Leute, okay? Ich habe ein dickes Schwert auf meinen Rücken. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Soll vielleicht mal gucken, ja. Was ist eigentlich stärker, welches Schwert? Das hier. Weil hier kannst du drei. Dieser Bad Boy kann so viel Materies in sich reinpacken. Ey. This Bad Boy fits so much material in it. Ich drücke. Danke. Okay, was war das jetzt? Wie Simsalabim, ich habe einen Hebel untergezogen. Und klang es denn so, als wäre es irgendwie wird den Helm tragen oder so. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Na komm, Kleine. Weg ist er. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Ne. Keine Sorge, Wedge. Hast du eine Dame hier bei dir? Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir.
Was sind die? Ja, hier kann ich mich umschauen. Gut. Hey, diesen Truck kenne ich. Der müsste eigentlich auch später vorkommen. So, finden wir hier irgendwas für mich zum Einsammeln? Jetzt nicht so aus. Wir werden natürlich jetzt hier nicht hingepackt haben. Kann ich Basketball spielen? Ich konnte Dart spielen, also. Jetzt bin ich überraschen. Keine Zeit zu verlieren. Tut Cloud so einfach so ein Basketball eindanken. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor, richtig geil. Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie. Na, wir müssen so hin. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud? Du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Oh Gott. Warum genau muss ich mich nochmal verstecken? Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was. Okay. Was soll ich machen? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Meine Katzen sind genauso wie wir, ne? Das ist meine Katze. Na dann. Jemand drinne, alles klar. Hallo, wo sind die alle? Ich kann übrigens nicht schneller laufen. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Und ich gehe jetzt einfach da rein und sag Hallo. Kann ich die aufmachen? Mir echt leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben? Kann ich nicht. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du schon selbst. Der ist tot. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Okay. Das hat schon von draußen gesehen, so ein Bild. Jessie. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Mit dem Foto. Sagen, ah, da unten sind noch irgendwas. Da steht er so auf Alarm. Ein Brief? Na, natürlich lesen. Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Source eine Rolle bekommen.
Gold Sosa werden wir auch nicht in diesem Spiel sehen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jesse. Was? Nach diesem einen Stück. Ey, die machen ja voll viele Easter Eggs von Sachen, die wir gar nicht zu sehen bekommen werden in diesem Spiel. Gold Sosa, das ist dieser Spoiler. Eine riesige, ich weiß nicht, sollte ein Vergnügungspark sein, ja, ne? In diesem riesigen Baum. Fehlanzeige. Und alles irgendwie mit irgendwie nicht. Mit Geld irgendwie einkaufen muss, dass man da kaufen muss. Ey. Musik, die hat mich immer so gemacht. Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts. Okay, dann wieder raus. Wir können auch einfach hier durch das Fenster oder so klettern, ne? Aber Déjà-vu. So, irgendwas geht da jetzt noch hier schief. Pass auf, das kann auch nicht so glatt gehen. So, ich lasse die Tür einfach offen. Kann ich sie zumachen? Wie blöd bist du eigentlich? Die Tür zu. Okay, dann lass sie eben auf. Überhaupt nicht verdächtig. Na gut. So, und jetzt? Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Sosa bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast du erfasst, du Vorzeige-Wix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein,
Wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan. Keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Ja, aber erst im nächsten Part, muss ich sagen. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, das Gespräch hören wir uns in der nächsten Folge an, ne? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Sie hat ja ganz eindeutig ihre Mutter angelogen, ne? Und gesagt, ja, sie arbeitet hier in der Gold Saucer, ne? Also weiß die Mutter nicht, dass ihre Tochter irgendwie Terrorist ist, ne? Aber die kommen da irgendwie rein mit Waffen, mit Rüstungen und so, ne? Und das ist irgendwie nicht verdächtig. Also merkt die Mutter irgendwie nichts? Ich weiß es nicht. So, jedenfalls, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.